So, meine Lieben, weiter geht's mit der neuen Folge der FIFA 15 Pack Openings und nach einer gefühlten Ewigkeit. Ich glaube nicht nur gefühlt, die war ewig, Freunde, die Zeit. Gibt's heute endlich mal wieder ein wunderschönes Pack-Opening. Richtig geiles Team of the Week ist am Start. Team of the Week Nummer 50. Ich weiß, heute kommt das 51. Aber ich konnte es nicht mehr erwarten. Und ich will nochmal so ein bisschen die Chance nutzen, Freunde. Ihr seht's, wir haben zum einen natürlich den Mann, den ich am allermeisten fassen möchte aus diesem Team. Nämlich Douglas Costa, Freunde. 86er Pace, 86er Dribbling, 75er Schuss, 83er Passspiel. Der Mann geht ab wie nichts Gutes beim FC Bayern München. Absolut eingeschlagen wie eine Granate. Der Neuzugang. Dann Pedro, auch der hat richtig gut gespielt, Freunde. Für den FC Chelsea gleich den Bude gemacht. Geniales Netz. Brauchen wir gar nicht drüber reden. Eigentlich noch besser wie Douglas Costa, aber ich habe trotzdem mehr Bock auf den Mann vom FCB. 87er Pace, 93er Dribbling, 86er Schuss, 87er Passspiel, WTF. 5 Sterne schwacher Fuß, 4 Sterne Spezialbewegung. Spanier aus der Premier League. Enorm geile Karte auf dem Flügel. Dann haben wir noch Ginter mit am Start. Kolarov haben wir noch mit dabei. Peter Cech vom FC Arsenal. Chiru vom HSV. Muriel, Freunde, auch noch mit am Start. Ich glaube, der ist extinct ohne Ende. Den kriegst du gar nicht eigentlich. Von dem her können wir auch gerne ziehen. Cool noch auf der Bank und dann hier und da noch so ein bisschen was, aber nichts wirklich so mega Interessantes. Und in dem Sinne würde ich sagen, quatschen wir nicht allzu lange drum rum, Freunde. Gehen wir es heute an. 25k Sets werden wir öffnen und zwar 20 Stück. 500.000 Coins, die wir investieren werden. Und falls du auch noch ein paar Coins brauchst, schau mal in der Videobeschreibung vorbei. Da ist ein Link zu meinem Partner Golda und mit dem Code Schlappi bekommst du 3% auf deine Bestellung. Und in dem Sinn, wenn es euch gefällt, lasst auch gerne wieder einen Daumen nach oben da, Freunde. Wie gesagt, erstes Pack-Opening seit ewigen. Ich weiß gar nicht, wie viele Pack-Openings wir noch letztendlich machen werden. FIFA 15 ist ja so ein bisschen am Auslaufen, nenne ich es jetzt einfach mal. Matuidi da, unser Bester. Nehmen wir mal alles mit, aber wirklich gut, was nicht. Ist ja so ein bisschen am Abklingen, am Auslaufen, so die letzten Atemzüge von FIFA 15. Nächste Woche, heute in einer Woche, kommt ja dann die Demo raus von FIFA 16. Die werden wir dann auch im Stream anspielen. Und Info für euch, Freunde. Eine richtig gute Info. Alle, die es noch nicht mitbekommen haben, mittlerweile dürfte das Infovideo wahrscheinlich schon raus sein oder zumindest in den nächsten 1-2 Stunden kommen, Freunde. Heute, nicht heute, am Freitag, den 4. September, also in ein paar Tagen, übermorgen aus eurer Sicht gesehen, gibt es das 100k Special, zumindest den Teil vom 100k Special, und zwar einen 24 Stunden Livestream auf Twitch. Der Link dazu ist unten in der Videobeschreibung, relativ weit oben, den seht ihr eigentlich gleich. Sprich von Freitag 20 Uhr. Freitag 20 Uhr, Freunde, auf Samstag 20 Uhr, plus eventuell ein bisschen Nachspielzeit, mal gucken, je nachdem, wie wir noch drauf sind, gibt es 24 Stunden nonstop Badestream. Hashtag Badetag, könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, denn das ist kein Badestream mehr, das ist ein ganzer Badetag, den wir da durchführen werden. Werden da neben FIFA, da werden wir übrigens ein paar, was heißt ein paar, wenn es geht, ein Turnier spielen, da bin ich noch ein bisschen gerade am Planen mit euch, mit Abonnenten. Bisschen Footdraft spielen, da habt ihr auch schon die Folge gesehen auf YouTube. Das werden wir noch machen. Wir werden noch ein bisschen Karriere werden wir natürlich auch mal zocken. Und Until Dawn werde ich mir auch noch holen, Jungs. Das Horrorspiel für die PS4, das werde ich mir noch holen. Dann haben wir noch GTA, Blobs 3 und was weiß ich. Wir können alles Mögliche anzocken. In der Nacht ein bisschen Horror, in der Nacht vielleicht ein paar andere Spiele. Und natürlich am Abend, am Anfang, ab 20 Uhr dann auch erstmal FIFA, ganz klar. Da werden wir schon irgendwas finden. Falls ihr noch irgendwelche Vorschläge habt, gerne ab damit in die Kommentare. Wenn er sagt, oh, Sterling ist dann noch extinct. Vor meinem Urlaub war er extinct. Preisvergleich? Nee, nicht mehr. Lang nicht mehr scheinbar. Wenn ihr da noch irgendwelche Vorschläge habt, schreibt es gerne in die Kommentare, was wir da letztendlich noch tun sollen. Bin ich absolut offen für. Aber wie gesagt, FIFA ist natürlich so der Dreh- und Angelpunkt im Stream. Ist ja ganz logisch. Und das werden wir dann auch tun. Ich glaube, sonst habe ich nichts vergessen. Wie gesagt, Freitag 20 Uhr. Oh, da haben wir Chililopchu. Nee, ich weiß nicht, wie ausgesprochen wird. Auf jeden Fall wechselt er, glaube ich, zum FC Chelsea, wenn mich nicht alles täuscht. Sprich, Viscarondo. Der Teamkollege von Viscarondo bei Chelsea, und Viscarondo hat er nicht mitgenommen. Mensch, das wäre auch was gewesen. Viscarondo bei Chelsea, nicht schlecht. So, nee, ich glaube, wie gesagt, ich habe alles soweit an alles soweit gedacht, was den Stream angeht. Hoffe ich zumindest, Freunde. Und ich glaube, das wird eine richtig geile Zeit. Ist unser zweiter 24-Stunden-Stream, den wir machen. Den ersten haben wir wunderbar überstanden. Wir hatten mal in der Früh so gegen 4, 5 Uhr. Oder was vor, was später? Ich weiß es gar nicht. Auf jeden Fall in der Früh. Der Tag war noch nicht allzu lang. Die Nacht war gerade vorbei. Die meisten waren noch nicht mal auf. Da hatte ich so meinen kleinen Durchhänger. Aber danach ging es eigentlich echt. Wir haben damals, glaube ich, bis... Ich bin mir nicht sicher. Haben wir bis 19 Uhr gestreamt? Ich glaube schon. Eigentlich bis 17 Uhr. Dann wären die 24 Stunden rum gewesen. Und wir haben ja, glaube ich, noch 1-2 Stunden drangehängt. Also wir waren echt richtig fit noch am Ende wieder hin. Von dem her mal schauen, wie es diesmal wird. Problem ist, was heißt Problem? Ich habe es ja im Infovideo wahrscheinlich dann auch angesprochen. Wir sind, oder ich bin vielmehr, nicht ihr, aber ich zumindest. Vielleicht haben von euch noch welche Ferien, Urlaub, pipapo.
Aber ich bin am Freitag natürlich weiterhin trotzdem in der Arbeit, meine 8,5 Stunden. Ne? Werd da wahrscheinlich um 6, 6:30 raus müssen. Werd mich aber wahrscheinlich nach der Arbeit nochmal kurz hinlegen, damit ich das durchhalte, Freunde. Denn danach kommen dann nochmal 24 Stunden drauf. Plus ein paar mehr dann letztendlich, wie gesagt. Das werden wir alles mal angucken. So, jetzt habe ich genug gequatscht. 8 Sets haben wir nur noch. Mensch, wir haben ja irgendwie nicht so wirklich Glück mit den 25k-Sets. Schreibt mal gerne rein, wen habt ihr gezogen? Habt ihr jemanden gezogen? Kommt jetzt vielleicht Baka. Das ist eher nicht so toll. Das ist alles andere als toll. Zwar in der Milan-Version, aber naja. Hätte ein bisschen besser laufen können. In 7 Stück noch. Komm, Daumen drücken. Ich mach mal die Augen zu. Komm, wir machen mal die Augen zu. Pedro, Ginter, Cech, Douglas, Costa, Murillo wollte ich schon sagen. Muriel, wer auch immer. Irgendeiner, irgendein Inform, Freunde. 3, 2, 1. Schaut nicht so aus. Minolé, Isla, Barkley, Rafa. Ja, eher zum Vergessen. Eher zum Vergessen, Freunde. Übrigens, wir haben es gerade so ein bisschen auch angesprochen. FIFA 16 kommt bald raus. Also am 8., glaube ich, ist das. 8.9., wenn mich nicht alles täuscht. Die Demo kommt, glaube ich, am Mittwoch. Da werden wir auf jeden Fall gleich an dem Abend noch einen Stream machen. Aber da gibt es noch eine Info, falls ihr das vergessen solltet, Freunde. Das war das Streamen. Und dann ist ja am... Boah, lasst mich lügen. Ende September. Ich glaube, 24. jetzt vielleicht was. Wieder nicht. Kommt ja dann FIFA 16 raus. Ich freue mich ungemein, Freunde. Ihr könnt es auch mal gerne reinschreiben. Auf was freut ihr euch eigentlich am meisten? Footdraft, auf die Veränderungen im Karrieremodus. Auch da gibt es ja noch ein paar Dinge, die neu sein werden. Da freue ich mich auch riesig drauf mit den ganzen... Turnieren vor der Saison, wo man nochmal ein bisschen Kohle einspielen kann und. Ich glaube, das wird eine richtig geile Zeit, während wir hier IE ziehen. Das ist nicht so toll. Freue ich mich riesig drauf. Aber die Lust auf FIFA 15 ist bei mir trotzdem noch da. Die ist trotzdem noch da. Habe ich auch im Stream angesprochen. Haben mich einige gefragt, Mensch, hast du noch Lust auf FIFA 15? Absolut, Freunde. Also ich würde es auch noch 3 Monate mit FIFA 15 aushalten, muss ich ganz ehrlich gestehen. Das Einzige, was halt ein bisschen abfuckt, ist jetzt immer mit den Accounts, die dann ab und zu gebannt werden. Und dann darfst du wieder von vorne anfangen. Jetzt hatte ich neulich ja Probleme mit der Karriere, mit dem Speicherstand. Wobei, da kann ja FIFA an sich nichts dafür. Ich schätze, das war das PSN-Update irgendwie. Keine Ahnung. Was weiß ich, auf jeden Fall könnte ich es noch ein bisschen länger mit FIFA 15 aushalten. Na, Freunde, ich hab da schon noch Bock drauf. So, ihr merkt's ja, Videos kommen trotzdem weiter. Und in dem Sinn, ein Set werden wir noch öffnen. Werden wir das noch öffnen? Wir werden das allerletzte Set jetzt öffnen, Freunde. 500k ausgegeben. Nichts Gutes gezogen. Mensch, das erste Mal seit dem Urlaub, dass ich mal wieder in einem YouTube-Video ein paar Packs öffne. Komm, boah. Ich wollte schon sagen, so ein scheiß Pack, jetzt machen wir Schluss. Aber Biscarondo, da ist ein gutes Pack. Wir machen noch ein paar 7,5er auf, würde ich sagen, oder? Muss sein, Freunde. Noch ein paar 7.000... 500er Sets, die werden wir noch öffnen und hoffentlich da noch was Gutes ziehen. Ach, Philippe Anderson. Nicht ganz so pralle. Nicht ganz so pralle. Machen wir noch 4 Stück auf. David Alaba vorne drauf. Ihr habt es auch mitbekommen, die neuen Spieler-Ratings. Die neuen Player-Ratings. Zu meinem Zeitpunkt, wobei heute kommen die nächsten. Aber wenn ihr das Video seht, sind die schon raus. Bei mir noch nicht. Ich weiß gerade mal Platz 50 bis 41 der FIFA 16 Spieler. Da könnt ihr auf der offiziellen Seite von EA in den News nachgucken. Da wurden die Spieler-Ratings geleakt, beziehungsweise verkündet und öffentlich gemacht. Alaba 85, Naldo um 4 Punkte nach oben. Absoluter Wahnsinn. Also hat sich einiges getan. Terry hat, glaube ich, jetzt auch eine 85, wenn mich nicht alles täuscht. Also richtig interessant. Schaut da gerne mal vorbei auf der Seite von EA bezüglich den neuen Player-Ratings für FIFA 16, Freunde. Und in dem Sinn war es das jetzt mit dem Video. Letztes Set, das wir öffnen werden. Nichts Gutes gezogen. Gratis-Set, komm, das machen wir noch. Im Stream hatte ich im Gratis-Set Diego Costa. Vielleicht haben wir den heute wieder. Das wäre so ziemlich unser bester Mann. Wer war eigentlich der Beste? Ich glaube, Snyder, oder? Mit einer 84. Bisschen zum Vergessen. Komm, das Trikot, das aktivieren wir hier mal. Da habe ich nämlich noch fast gar nichts auf dem Account. So. Und in dem Sinn würde ich sagen, was das mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne den Daumen nach oben da. Wenn ihr noch Coins braucht, schaut in der Videobeschreibung vorbei. Wenn ihr noch FIFA 16 braucht, wenn ihr es vorbestellen wollt, auch ein Link dazu in der Videobeschreibung. Genauso zu PSN, Xbox und so weiter. Und sofort Guthaben, komm, wir machen noch eins auf. Und damit, Jungs, bin ich raus. Macht's gut, haut rein. Wir sehen uns allerspätestens hoffentlich am Freitag zum 24-Stunden-Livestream. Und in dem Sinn, ja, bin ich raus, Freunde. Macht's gut, haut rein. Erstes Video mit Facecam seit langem. Gibt's noch irgendwas? Ich glaube nicht. Genießt den Tag, macht's gut, haut rein, bis dahin, euer Badeschlappen und ciao.